Erst einmal kräftig durchschnaufen. Die Marburger Erstliga-Basketballerinnen haben ihr Auswärtsspiel bei der DJK Brose Bamberg gewonnen. Die Gäste von der Lahn kamen gut ins Spiel. Sie profitierten aber auch von Bamberger Fehlwürfen und schlossen selbst schnell und sicher ab. Hier trifft Nattergurke nach Vorlage von Finja Scharke. Und auch ein bisschen Glück gehört dazu. Der Dreier von Marburgs Maggie Skuballa findet dann doch noch irgendwie den Weg durch die Reuse. Der Marburger Vorsprung nach dem ersten Viertel wuchs sogar bis auf 9 Punkte an. Doch dann kamen die Gastgeberinnen auf. Marburg verteidigte nicht gut und ließ den Bambergerinnen viel zu viele Freiheiten beim Rebound. Hier trifft Alina Hartmann, auch erst im Nachfassen. Und so ging das Team aus Oberfranken mit einer Führung in die Halbzeitpause. Vor allem ihre Topscorerin Talia Mabry sorgte dafür, dass die DJK immer weiter davonzog. Und Kapitän Jessica Miller trifft hier für 3. Mitte des dritten Durchgangs lag Bamberg mit 9 Zählern vorne. Vor allem die katastrophale Verteidigung, wie BC-Trainer Patrick Unger es nannte, passte ihm gar nicht. Und plötzlich lief es wieder bei Marburg. Rebound Nattergurke, Pass auf Emiko Smith, weiter zu Maggie Skuballa und die sieht Finja Scharke. 3 Punkte für den BC. Mit minimalem Vorsprung starteten die Hessinnen in den alles entscheidenden Abschnitt und verteidigte ihn bis in die Schlussminute. Und hier erhöht Galindra Zachary nach feinem Zuspiel von Nattergurke auf 68-65. Und nun gab es nur noch eins. Den Vorsprung unbedingt verteidigen. Bamberg probierte alles. Doch die Marburger Mauer stand. Und so konnten die mehr als 30 mitgereisten BC-Fans am Ende zusammen mit ihrer Mannschaft jubeln. Am kommenden Samstag, 16. November, haben die Marburgerinnen ihr nächstes Heimspiel. Um 18 Uhr empfangen sie in der kleinen Gassmannhalle die Eisvögel aus Freiburg.